Im Zoo Schmieding leben 200 verschiedene Tierarten. Insgesamt sind dort knapp 2000 Tiere aus unterschiedlichsten Teilen der Erde zu Hause. Julia Mitterbauer ist seit 16 Jahren als Tierpflegerin tätig. Von ihr wollen wir wissen, wie schafft es das Team, dass sich die Zoobewohner bei hohen Temperaturen wohlfühlen? Wir haben viel große Bäume, viel Schatten eigentlich, genauso viel für Besucher als wie auch für die Tiere im Zoo natürlich. Wir haben überall auch Wasser in die Gehege, wo sie Tiere, was gern möchten, natürlich abkühlen können. Kühles Wasser steht den Tieren also immer zur Verfügung. Für den sibirischen Tiger Tambi ist das besonders wichtig. Denn in seiner Heimat herrschen tiefe Temperaturen. Als größte Katze der Welt liebt er es aber auch, einfach nur faul im Schatten zu liegen. Bei unserem sibirischen Tiger zum Beispiel, der was ja die Hitze jetzt nicht unbedingt so gern mag, haben wir einen großen Badeteich. Der ist immer super zum Beobachten, wie er sich da abkühlt. Das extreme Gegenteil zum frostliebenden sibirischen Tiger ist eine Antilopenart. Sie kommt lange Zeit völlig ohne Wasser aus. Die arabische Oryx, die hat einen Rekord eigentlich im Tierreich. Die können eine Körpertemperatur von bis zu 46 Grad aushalten und dadurch natürlich in der arabischen Wüste stundenlang in der prallen Sonne eigentlich verbringen. Nashörner besitzen keine Schweißdrüsen. Sie suchen sich daher gerne schattige Plätzchen und setzen auf eine natürliche Sonnencreme. Auf unserer Nashornanlage haben wir Suhlplätze, wo sie eben ein Schlammbad nehmen können und sie dadurch von der Hitze und Insekten und so zu schützen. Erdmännchen leben eigentlich in der Savanne Afrikas. Sie schützen sich vor der Hitze mit Hilfe unterirdischer Höhlen. Diese sind bis zu 3 Meter tief. Ebenfalls in Afrika beheimatet sind die Giraffen. Im Zoo leben unter anderem Mama Samira, Vater Noel und Sohn Ayo. Durch ihren langen Hals und die Beine können die Tiere laut Forschern die Körpertemperatur besser regulieren. Außerdem, ihre Zunge ist blau gefärbt. Es wird vermutet, dass die Färbung vor der Sonneneinstrahlung schützen soll. Mensch und Tier ist sich also gar nicht so unähnlich. Auch sie greifen auf Schatten, das Kühle nass und Schlammsonnencreme zurück, um sich vor Hitze und der Sonne zu schützen.